bisschen anders. Aber gut, Obergrenze ist keine einheitliche Forderung der AfD. Ja? Vielmehr fordert die AfD ja jetzt Flüchtlinge gemäß des australischen Systems innerhalb oder in der Nähe des Fluchtlandes zu registrieren. Ja? Gut, jetzt geht es hier auch um die eigene Meinung, die deckt sich aber in diesem Fall damit. Es geht also darum, dass Flüchtlinge nicht erst über den Ozean reisen oder sonst wie lange strapaziöse Reisen auf sich nehmen, denn das ist ja auch ein Geschäft für Schlepper. Ja? Man zahlt zwischen 7.000 und 20.000 Dollar für so eine Reise, und damit man das zahlt, sind die Schlepper natürlich bereit, den Leuten allen möglichen Kram zu erzählen. Deswegen kommen die auch her und fragen nach ihrem Haus und ihrem Auto. Das ist bei der Obergrenze, also bei einer wirklich festgesetzten Zahl, die also nicht überschritten werden darf. So wie beispielsweise Österreich eingefordert oder schon eingeführt hat. Ich persönlich bin dafür. Okay, wenn es Erwiderungen gibt, bitte ich die jetzt kurz zu tun und miteinander in Diskussion zu reden. Ich stelle mir diese Obergrenze immer sehr irre vor. Du stehst an der Grenze, bist so ein Grenzenposten, hast durchgezählt, 199.997, 199.998 und dann bist du bei 200.000 und nee, du kommst hier nicht mehr rein. Und das ist eine Familie mit drei Kindern, die wirklich auf dieser teuren Reise sämtliches Geld, was sie noch hatten, losgeworden sind an Schlepper, an für Unterkunft, und die, nee, die haben eine Obergrenze, tut mir leid, ihr kommt nicht rein. Also sowas ist einfach nur unmoralisch. Das ist menschenfeindlich zu sagen, nee, tut mir leid, euch wollen wir nicht, nur weil wir uns gerade eine Zahl ausgedacht haben. Also Obergrenzen sind mit Grünen nichts zu machen. Genau, das Gleiche gilt bei der FDP. Ich denke auch, wird nicht nur der Grund der Moral ist im Vordergrund, sondern auch wird eine unglaubliche Sogwirkung geben, wenn man weiß, jetzt sind es vielleicht 200.000, dann kommen noch so viele rein, einfach um zu schauen, vielleicht bin ich ja noch der 199.999. Aber am Ende stehen die dann da vor den Zäunen und werden nicht mal reingelassen. Das ist einfach kein menschenwürdiges Ziel. Ich denke, dass die Obergrenze genau aus dem Grund einfach falsch ist, weil wir maßgeblich dafür beteiligt sind, dass diese Menschen aus ihrer Heimat vertrieben werden. Ich denke, der Vertreter von der Jungen Alternative, der hat selbst schon gesagt, er ist Soldat. Das heißt, die Soldaten, die gehen in irgendwelche Gebiete, hinterlassen ein Trümmerfeld und sagen dann, ja, aber in Sicherheit bringen dürft ihr euch nicht. Nun hat natürlich die SPD und die Grünen, die haben das, beziehungsweise die CDU und die SPD, die haben das natürlich sehr geschickt gemacht und gesagt, nee, wir sind natürlich nicht für eine Obergrenze, wir gucken aber einfach nur, dass überhaupt keine Menschen mehr ankommen. Das heißt, große Teile von der AfD, die fordern auch auf Vertriebene schießen zu lassen. SPD und CDU sagen natürlich, nee, möchten wir nicht. Wobei sie prinzipiell nichts dagegen haben, auf Vertriebene schießen zu lassen, nur bitte nicht vor der deutschen Grenze. Weil es einfach weniger Dreck macht und das dem Image weniger schadet, wenn man das einfach von der Türkei und von anderen Ländern erledigen lässt. Das würde ich eigentlich direkt so an die Junge Alternative weitergeben. War das so drastisch gemeint oder ja? Nein, ich würde das jetzt erklären. Interessant finde ich allerdings, dass die Linke andersherum kein Problem damit hat, einen RAF-Terroristen zu beschäftigen, der an mehreren Morden beteiligt war. So, dann will ich das mal erklären mit dieser Schießerei. Ich muss dafür ausholen, es geht nicht anders. Von Frau Petri kam das nicht. Sie sollte sich beziehen auf eine Aussage des AfD-Politikers Markus Pretzell. Und der wurde gefragt. Ihr Lebensgefährte, den kennt sie ganz gut. Ja, genau. Und der wurde gefragt im Rahmen eines Vortrages, wenn Sie ja die Grenzen schließen wollen und die Grenzen werden überrannt, wie wollen Sie die schützen? Würden Sie dafür auch Schusswaffen einsetzen? Das war die Frage. Es hat nie ein AfDler gesagt, wir halten die auf, zur Not schießen wir. So, das war die Frage. Und dann hat er geantwortet, es gibt bauliche Maßnahmen, mit denen man das machen kann. Zur Not kann man dann Wasserwerfer einsetzen oder Tränengas, wenn die Grenze überrannt würde. Ja? Und er hat gesagt, als Ultima Ratio darf natürlich der Grenzschützer eine Schusswaffe einsetzen. Das ist nun aber nicht so zu verstehen, dass dort irgendjemand vom Zaun geschossen wird. Fakt ist, während wir hier reden, stehen deutsche Bundespolizisten an den Grenzen mit Schusswaffen. Ja? Und die können sie natürlich theoretisch auch einsetzen. De facto macht das niemand. Aber hätte er gesagt, nein, es ist an der Grenze verboten, Schusswaffen einzusetzen, hätte er einfach Quatsch geredet, weil das ist geltendes Recht. Und wem das nicht gefällt, der soll das ändern. Ja, das können wir momentan noch nicht.
Ja, es war aber klar, von Beatrix von Storch auf ihrer Facebook-Seite wurde die Frage gestellt, soll auf Frauen und Kinder geschossen werden? Ihre Antwort war ja. Das habe ich gesehen, ich bin auf der Seite von dieser Dame gewesen. Und das durchzieht einfach das ganze AfD-Programm, inklusive hier vor Ort. Ich habe mir das Kommunalwahlprogramm von euch angetan. Es ist mir regelmäßig schlecht geworden. Da werden per se Vertriebene als Kriminelle diffamiert. Wie du selbst gesagt hast, die Grenzen werden überrannt. Es geht um Menschen. Es gibt keine Flüchtlingswelle oder eine Lawine. Eine Lawine tötet Menschen. Was hier getrieben wird, das ist einfach, wie gesagt, menschenverachtend. Ich würde gerne nochmal zurück auf die Frage der Obergrenze kommen. Und würde jetzt mal, ich will auch nicht gar nicht so sagen, die Altparteien ansprechen. Nämlich erstmal hier die Junge Union, da gab es ja auch ein bisschen Kontroverse. Julia Klöckner mit ihrem berühmten Plan A2, ich als Rainer Pfälzer kenne das ganz gut, schien ja dafür zu sein. Und dann Frau Merkel ist ja strikt dagegen. Was ist da jetzt eigentlich der Standing der Jungen Union? Ja, erstmal vielen Dank, dass wir jetzt auch nochmal zu Wort kommen dürfen. Jetzt erstmal das Thema der Wahlprogramme oder Kommunalwahlprogramme der AfD diskutiert wurde. Ich möchte gerade nochmal Bezug nehmen auf die Aussage von eben, dass die Deutschen oder insbesondere die Bundesregierung sich darin badet, dass der Flüchtlingsdienst der Türkei die Zuwanderung stoppen würde oder dass eben die Bundesregierung dafür zuständig ist. Das ist ja einfach mal sachlich falsch. Ich meine, die Balkanroute wurde geschlossen, dafür ist nicht Deutschland zuständig, sondern das hat Österreich geschlossen zum Beispiel. Und das ist einfach der Hintergrund, warum momentan die Flüchtlingszahlen so rasant sinken. Und da braucht man nicht zu sagen, dass die Bundesregierung jetzt durch diesen Türkei-Deal, der einen anderen Hintergrund hat, damit die Flüchtlinge den Flüchtlingsstrom stoppen möchte. Zur Ausgangsfrage der Obergrenze. Ich hatte ja schon eingangs meinen Beitrag gesagt, ich bin ganz klar gegen eine Obergrenze, weil sie aus meiner Sicht einfach rechtlich auch nicht durchzubringen ist. Und, wir haben uns an geltendes Recht zu halten, dafür stehe ich auch ein. Ich bin der Meinung, dass wir eine Abarbeitung der Flüchtlingsanträge und Asylsuchenden eben in Angriff nehmen müssen, dass wir aufpassen müssen, wer in unser Land kommt. Wir müssen aber auch eben mehr in die Her den Leuten zur Seite stehen. Und wenn jemand vertrieben wird aus politischen Gründen oder aus Gründen von Krieg, von Terror, dann sind wir natürlich allein schon vom Grundgesetz her verpflichtet, diese Leute aufzunehmen. Und ich finde, auch da sollten wir Deutschen uns auch stolz darauf sein, dass wir es eben geschafft haben, innerhalb von kürzester Zeit so viele Menschen unterzubringen und für die Maßnahmen zu schaffen, in allen möglichen Hintergründen, von baulichen Geschichten bis hin zur Ausstattung dieser Unterbringungshäuser. Dass wir das geschafft haben, darauf sollten wir erstmal stolz sein, sollten schauen, was wir überhaupt hier in der Vergangenheit geschafft haben. Will ich direkt auch nochmal, um jetzt mal jeden einzubinden, die jetzt den Gruß weitergeben, auch nochmal ein kurzes Statement zur Obergrenze. Ja, wie ich in dem Video auch schon gesagt habe, ganz klar gegen eine Obergrenze. Man kann Leute nicht irgendwo vor irgendwelchen Grenzen oder ähnliches versauern lassen, verrecken lassen und sagen, ja, wir sind voll, hier kommt keiner mehr rein. Ja? Also es ist kein Quatsch einfach. Aber es muss halt eine internationale Lösung her. Es kann halt auch nicht sein, dass das von einem Land gestemmt werden soll oder kann, weil es einfach nicht funktionieren kann. Ja? Also ist halt einfach so. Weitergehende Frage mal an der Stelle. Jetzt sind ja sehr viele Asylbewerber in Deutschland, das ist ja Fakt. Und jetzt natürlich auch die Frage der Integration. Und da gibt es diesen Vorschlag eines Integrationsgesetzes. Und jetzt ist meine Frage, also beziehungsweise einer Integrationspflicht. Das heißt, in diesem Integrationsgesetz gibt es ein bestimmtes Papier, das kriegt jeder Flüchtling vorgelegt, das muss unterschrieben werden. Ich verpflichte mich zur Integration in der Bundesrepublik Deutschland. Wie würdest du oder wie würden die Jusos dazu stehen, zu so einer sogenannten Integrationspflicht? Also ich persönlich stelle mir halt vor, ich selber bin ein Flüchtling und habe so ein Papier vor mir, ja, wo steht Integrationspflicht. Ich unterschreibe das und sage, okay, ich verpflichte mich dazu. Aber was heißt das? Ja? Also du musst dir erstmal Gedanken machen, was heißt das? Kann das funktionieren? Was steckt dahinter? Ja, muss ich die Sprache lernen? Muss ich sie in einem bestimmten Zeitraum lernen? Wann muss ich arbeiten gehen? Muss ich zur Schule gehen? Also das muss ja alles irgendwie geregelt werden und das vertraglich irgendwie festzulegen oder auch zu kontrollieren. Also weil wenn ich einen Vertrag habe, muss ich den auch kontrollieren. Ja, wird er eingehalten oder nicht? Und die Frage ist auch, was passiert, wenn das nicht eingehalten wird? Welche Art von Sanktionen setzt man dann ein? Ja, also es ist schwierig, ja, okay. Das auch zu kontrollieren. Also zu dieser Pflicht,
da frage ich mich so, was das soll. Also genau, wenn ich mich in diese Lage reinversetze, als Flüchtling, der jetzt hier vor die Wahl gestellt wird, hier unterschreibt das oder wir schicken dich sonst wie wieder zurück hinter die Grenze, da unterschreibe ich doch eh alles. Also Hauptsache, ich bin erstmal sicher, ich bin nicht mehr auf der Flucht. Also ob das jetzt wirklich einen Sinn hat, darf man bezweifeln. Ansonsten frage ich mich auch, warum müssen wir die Leute verpflichten? Ganz viele Menschen, die sind froh, dass sie wieder in Sicherheit sind. Die wollen ein neues Leben. Das sind Ärzte, die aus Syrien geflohen sind. Das sind Handwerker, das sind Arbeiter. Die sind es gewohnt, dass sie für ihr eigenes Leben aufkommen. Und genau das wollen sie hier auch machen. Also werden die sich ganz natürlich sagen, ja, ich möchte einen Job und dafür muss ich halt mit den anderen reden können. Ich weiß nicht, was ich mir da für eine Bürokratie mit irgendeiner Pflicht oder im Integrationsgesetz schaffen soll, wenn ich doch ganz klar andere Aufgaben habe. Wir brauchen viel mehr Sprachkurse. Wir brauchen viel mehr Unterstützung für die Ehrenamtlichen, die hier den Flüchtlingen das Leben in Deutschland erklären. Daran hapert es. Und das sollte bitte unsere Bundesregierung aus Schwarz-Rot mal auf die Reihe kriegen und nicht sich noch neue Bürokratie ausdenken. Ich würde gerade an die Bundesregierung aber wir sagen Bürokratie grün. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mal mit den Grünen übereinstimme, aber ich denke auch, Pflicht ist immer, das bringt eigentlich nichts, ja. Und bürokratischer Aufwand. Öfter als du denkst, Maja, öfter als du denkst. Ja, ist das so. Ich würde auch sagen, dass eine Pflicht auf jeden Fall das falsche Signal ist. Und ich denke, das Beste ist einfach, der beste Integrationshelfer ist zum Beispiel der Kollege am Arbeitsplatz, der dir beibringt, wie die Werte funktionieren und alles. Aber das Problem ist, dass die Leute einfach nicht arbeiten dürfen. Und das ist, ein Grund dafür ist zum Beispiel der Mindestlohn, dass sie keinen Arbeitsplatz kriegen, der unter diesen 8,50 Euro quasi liegt. Und da finden jetzt die Liberalen, dass das ein bisschen gelockert werden sollte und deswegen keine Arbeitsverbote auch geschaffen werden sollen, damit die Leute eine Möglichkeit haben, ihr eigenes Geld zu verdienen und in diesem Rahmen der Arbeit auch sich besser zu integrieren. Advokat des Mindestlohns würde ich eigentlich sofort an die SPD überlegen. Ich wollte erst noch mal kurz darauf eingehen, dass, was du gesagt hattest, dass ja, dass jeder ist Arzt, der hierher kommt, das würde ich jetzt, es gibt schon unterschiedliche Art von Leuten, die hierher kommen, ja, und man unterstellt ja den Leuten mit so einer Verpflichtung sozusagen, ja, du willst das Land hier nur ausnutzen, ja, wenn du dich verpflichtest, dich aber an bestimmte Regeln zu halten, finde ich, ist das so eine Art Unterstellung und das ist schon ein bisschen diskriminierend, meiner Meinung nach, also irgendwie, weiß nicht, also, ja. Ich finde, es sollte einfach ein Recht auf Bildung geben. Und dieses Recht auf Bildung, das ist gleichgültig, ob derjenige jetzt hier in Deutschland geboren wurde oder ob er irgendwo herkommt. Und genau das ist der Unterschied zu einer Pflicht, weil eine Pflicht für Sprachkurse kein Problem. Das Problem ist ja, dass es heißt, okay, gerade von der Union wird das ja lautstark verkündet, okay, oder auch von der AfD, ja, die wollen hier eh nur unsere Sozialsysteme ausnutzen, deswegen müssen wir die ganzen verpflichten. Das ist genauso wie beim Hartz-IV-Empfänger, der ist ja auch laut diesen Politikern per se faul und deswegen muss er sanktioniert werden bis zum geht nicht mehr. Und genau das ist einfach auch das Problem. Man hat nicht die Arbeitsangebote, man hat nicht die Förderangebote, aber man ist schnell mal dabei, diese Menschen zu sanktionieren. Und das ist einfach wieder, und auch das mit dem Mindestlohn, das ist einfach... Mal bei der Pflicht, was mich interessiert, also ich das mit der Integrationspflicht gehört habe, dachte ich, das ist ja sicher auch irgendwie, steckt ja die AfD auch mit drin. Das klingt für mich so ein relativer AfD-Vorschlag. Würde ich auch nochmal gerne was euch hören. Also Integrationspflicht für Flüchtlinge ist sicherlich Quatsch, denn... wenn wir einen Flüchtling aufnehmen, dann tun wir das, um sein Leben zu retten und nicht, damit er Deutschland irgendwie nutzt oder so. Der Flüchtlingsstatus ist auch ein temporärer Status. Also Unmengen an Geld auszugeben, um wer weiß, wie viele Integrationsmaßnahmen zu bezahlen, ist auf jeden Fall Quatsch. Und zu sagen, ja gut, wir attestieren dir als Bundesrepublik Deutschland, du bist mit deinem Leben bedroht, aber wenn du dich nicht integrierst, dann geh mal lieber... Das ist ja Schwachsinn. Ja, grundlegende Sprachkenntnisse sollten die Menschen sich aneignen. Ja, das macht natürlich Sinn, weil sie auch mehrere Jahre hier sind. Aber das Ziel ist, dass sie irgendwann in ihre Heimat wieder zurückgehen und dort ihr Leben mit ihrem Leben fortfahren oder das Land wieder aufbauen. Also die müssen sich hier nicht integrieren. Man muss auch unterscheiden zwischen Einwanderung und Asyl. Da will ich zum Abschluss dieses Thema, um das auch abzuschließen, mal auch wieder die Junge Union fragen, weil es ist zwar die Schwesterpartei der ungeliebte Bruder oder die ungeliebte Schwester, aber das kam ja eigentlich von der CSU, von Herrn Seehofer. Wie steht die Junge Union dazu, zu eurem Integrationspflichtgesetz?
Ich bin der Meinung, dass man ein solches Gesetz begrüßen sollte. Es ist nämlich nicht davon auszugehen, dass alle Flüchtlinge, nachdem die Asyldauer rum ist, dass sie auf jeden Fall in ihr Heimatland zurückgehen werden, sondern sie werden auch ein Teil, logischerweise, und es ist abstrus zu glauben, das wäre nicht so, wird natürlich, wenn sie 5 Jahre hier gelebt haben, sich eine Arbeit gefunden hat, gesellschaftlich angenommen wird, dass sie das in die Heimat gehen. Und um eben diesen Schritt Leuten zu erleichtern, ist es aus meiner Sicht zwingend erforderlich, dass man eben Leuten ein Angebot gibt, das ist sicherlich verpflichtend, aber so eine Schulpflicht zum Beispiel auch, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden und Punkte und Maßstäbe zu geben, wie unser kulturelles Leben zu führen ist oder wie unser kulturelles Leben abläuft. Und daher bin ich der Meinung, dass man ein solches Gesetz benötigt, um eben den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten, weil es eben von Leuten aus komplett anderen Kulturkreisen. In Kulturkreisen kennen sie viele unserer Geflogenheiten nicht. Und es wird ein Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft geben, wenn man nicht sich da annähert. Kann ich dazu gerade noch was sagen? Das kann man ja aber nicht mit einem Gesetz jemandem einbläuen, zu sagen, so funktioniert die deutsche Gesellschaft. Ja, also da muss ja, wenn, aktiv eher mehr passieren. Ja? Nein, das ist ja auch ein Leitfaden. Ich meine, an diesem Gesetz werden Grundsätze werden aufgestellt, wie welche Punkte auf welche Punkte Wert gelegt wird, und anhand dieses